Herzlich willkommen zu dem neuen Format Neues vom Balkon. Es ist Premiere, die erste Ausgabe meines neuen, zweimal in der Woche erscheinenden Videocasts, also Vodcast, kein Podcast. Und Neues vom Balkon löst zukünftig die Abendandacht ab. Die Abendandacht hatte ich ja, wie gesagt, kurz nach dem Beginn des Lockdowns so ein bisschen eigentlich als Corona-Tagebuch etabliert. Und da wir doch mittlerweile wieder eine sehr große Nähe zur gewohnten Normalität haben, habe ich mich entschlossen, die tägliche Abendandacht nicht mehr zu machen und lieber zweimal die Woche Neues vom Balkon zu berichten. Das wird immer freitags sein und montags. Und heute ist Startenswochenende und ich blicke so ein bisschen auf die Woche zurück und muss mich erstmal entschuldigen, denn ich hatte ja angekündigt, dass auch heute mit Neues vom Balkon auch die neue Webseite online geht und auch der Video-Vodcast auf YouTube erscheinen wird. Letzteres klappt, Facebook, Instagram sowieso. Die Webseite muss leider noch das Wochenende warten, weil ich habe einen Umzug eingereicht bei meinem Provider und der ist aktuell noch nicht durch. Also sprich, ihr könnt mich noch unter thilonordmeier.de erreichen, aber noch nicht auf neuesvombalkon.de. Da bitte ich einfach noch ein bisschen um Entschuldigung. Sonst das Gerippe der Webseite steht. Sie muss jetzt nur noch die Domain umgezogen werden. Und dann hoffe ich, dass wir am Montag spätestens dann auch mit dieser Seite live gehen können. Ja, die Woche sonst sehr ereignisreich, sehr viel Arbeit. Ich habe ein wunderbares Kooperationsgeschäft mit Purcari-Weinen, dem berühmten Weingut aus Moldawien, vereinbart und zwar mit Ernst Feine Weine GmbH. Das ist der exklusive Vertriebspartner von Purcari für Gesamtdeutschland. Und ich habe mit dem Geschäftsführer lange gesprochen, wie wir gemeinsam eine exklusive Partnerschaft für den Online-Eventbereich und auch zukünftig, wenn es dann die Corona-Regelung wieder zulassen, auch vor Ort-Eventbereich etablieren können. Und wir haben dann ein schönes Gesamtpaket zusammengestellt, wie wir den Menschen hier in Deutschland einerseits diese wunderbaren Weine von Purcari näher bringen wollen und nicht nur die, sondern auch die wunderbaren Brüts und Champagner und Sektsorten und parallel, wie wir den Menschen auch dieses unbekannte Land am Ende von Europa näher bringen können. Und wir haben dort echt ein tolles Format, was wir im Oktober erstmalig wahrscheinlich als Hybrid anbieten wollen in Frankfurt. In einer kleinen Runde, Corona-konform, mit einem Vortrag über das Land. Wir werden erzählen, wie zum Beispiel ich oder wie auch Felix das Land kennengelernt hat. Er hat lange Zeit in dem Land gearbeitet. Ich probiere noch per Schalte den ehemaligen Botschafter mit hinzuzuziehen. Und so können wir das Land erst ein bisschen erklären, wie es zu unserer Liebe zu dem Land kam. Und wir werden noch einen sehr bekannten Sommelier aus Frankfurt mit dabei haben, der uns dann zu den Weinen was erklärt. Wird also ein schönes Format und da gucken wir, dass wir das so ein bisschen exklusiv mit den Portalen Stay Friends und Lebensfreunde und dem virtuellen Kaffeehaus so als Genuss-Highlight unbekannte Welten etablieren können. Gleiches plane ich dann in Zukunft auch mit einem Winzer aus dem Libanon, also unbekannte Regionen und auch mit Samovino aus Berlin, die sich auf Weine aus Zentralserbien spezialisiert haben. Also, wir wollen unbekannte Weine den Menschen näher bringen und nutzen dafür unter anderem unsere Plattform. Also ganz spannendes Projekt, freue ich mich drauf. Und heute Abend treffe ich noch einen wunderbaren alten Studienkollegen und wir werden zusammen in den Olivenbaum gehen, dort auch ein Gläschen Wein trinken, freue ich mich jetzt schon drauf. Wahrscheinlich werden wir zusammen noch im Olivenbaum sein, wenn die Abendandacht live geht. Oder beziehungsweise wenn Neues vom Balkon, ich muss mich noch dran gewöhnen, live geht. Und dann lasse ich die Woche so ausklingen, werde mich morgen noch ein bisschen mit der Webseite beschäftigen, dass ihr dann hoffentlich am Montag das Ergebnis seht und viel Spaß haben wird. Dann gab es gestern wieder erneut einen Brand im Hafen vom Beirut.
Vor knapp 5 Wochen war ja die große Explosion, die über 200 Tote gefordert hat und über 5000 Verletzte und weite Teile der Stadt zerstört hat, die heute noch in Trümmern liegt. Und gestern hat dann ein Lager mit Reifen und Benzin gebrannt. Ich finde es schade, dass es in den Hauptmedien zur Hauptsendezeit, in den Hauptnachrichten keine Erwähnung gefunden hat. Denn ich finde, selbst das ist aktuell etwas, was die Stadt und was das Land absolut nicht brauchen kann. Und da sollten sich gerade unsere Mainstream-Medien mal überlegen, welche Schwerpunkte man setzt. Oder vielleicht zählt auch ein Leben im Libanon halt nicht so viel. Ich weiß es nicht. Klar war natürlich das Thema Moria, was sehr viel in Anspruch genommen hat. Und ich finde es auch richtig, dass es einen Brennpunkt oder ein ZDF-Spezial dazu gab. Denn die Verhältnisse, die in Moria herrschen, habe ich vor 7 oder 6 Jahren im Libanon gesehen, in der Bekaa-Ebene. Es ist die Hochebene an der Grenze zu Syrien und ist auf knapp 1000 Metern. Ist so die Kornkammer und die Weinkammer vom Libanon, aber im Winter eben auch erschreckend erbärmlich kalt. Eigentlich von November bis März Schlamm, Matsch. Und dort haben neben den Straßen, den unbefestigten, improvisierten Lagern, damals schon syrische Flüchtlinge, ja, vegetiert, vor sich hergelebt. Und das habe ich damals schon live gesehen und fand das erschreckend und unmenschlich. Und ich glaube, dass die Zustände auf Moria noch schlimmer waren. Und das ist nicht der Libanon, sondern das ist Griechenland, das ist Europa. Und wir müssen da uns, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen und fragen, was haben wir in den letzten Jahren oder letzten Monaten versäumt? Wieso musste es erst zu dieser Katastrophe kommen, dass man jetzt mal wach wird und das Thema wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt rückt? Corona hin, Corona her, wir müssen dieses Problem lösen. Und es kann nicht sein, dass wir diese Menschen dort unten jetzt im Stich lassen. Und es spielt auch keine Rolle, ob man jetzt Kriminelle aufnimmt oder was auch immer. Es ist in erster Linie sind es Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, und diesen Menschen müssen wir jetzt einen sicheren Hafen geben. Und ich hoffe, dass dort die Politik möglichst schnell eine Lösung findet, nicht nur für junge, unbegleitete, alleinreisende, Minderjährige und Frauen und Kinder, sondern für alle. Wir müssen für alle eine Lösung finden, und es muss eine europäische Lösung sein, keine rein deutsche Lösung, weil sonst geben wir gewissen Gruppierungen hier wieder Zunder und Stoff, und das brauchen wir nicht. Wir müssen eine Lösung finden. Und die Lösung heißt nicht Wiederaufbau von Moria. Es ist bestimmt anders machbar. Aber diese Bilder will ich nicht nochmal sehen. Man muss auch bedenken, jetzt beginnt dort unten auch die Herbstzeit. Jetzt noch nicht, aber in einigen Wochen. Und die kann auf den griechischen Inseln auch sehr, zwar nicht kalt, aber sehr feucht sein. Und die Menschen schlafen unter freiem Himmel mit nichts. Und das möchte ich eigentlich bei uns in Europa nicht sehen. Deswegen hoffe ich, dass da möglichst schnell eine Lösung gefunden wird und dass da auch eine Lösung gefunden wird, mit der alle Europäer und auch alle in Deutschland leben können, ohne dass es hier zu gewissen Pauschalverurteilungen kommt. Das will ich nicht. Ich möchte aber auch, dass die, die wir aufnehmen, das Gastrecht wertschätzen und nicht meinen, sie könnten hier dann das Gastrecht missbrauchen. Unabhängig davon, ob das da unten Brandstiftung war oder warum es zu der Katastrophe gekommen ist. Aber wenn man dann hier meint, man müsste mit Gewalt oder ähnlichen Druckmitteln was erreichen, durchsetzen, das muss dann auch knallhart bestraft werden. Und ich glaube, wenn es das Gleichgewicht hält, können wir eine gute Flüchtlingspolitik mit unserem Alltagsleben vereinbaren. Und insofern denke ich, dass das die nächste Aufgabe oder die Aufgabe der nächsten Wochen sein wird. Und da appelliere ich an alle, auch an die Menschlichkeit. Das war jetzt so das Thema, was mich die letzten Tage sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Und was Positives noch zum Schluss, weil ich möchte ja eigentlich auch immer positiv mit Neues vom Balkon enden. Das ist die Ankündigung des Auswärtigen Amtes zum 1. Oktober hin die pauschale Reisewarnung für über 160 Länder aufzuheben und dann gezielt zu gucken, dass man nach Zahlen geht und einzelne Länder nach Zahlen oder auch einzelne Regionen einzelner Länder nach Zahlen, also der Infektionszahlindex, beurteilt. Und
Serbien ist aktuell auf einem guten Weg. Deutschland hat einen Index von 11,5, Serbien sogar noch von 7, also ist noch unter Deutschland, und Frankreich oder Spanien sind irgendwie bei 67 oder 70%. Und darum hoffe ich, dass dann zum 1.10. Serbien die Reisewarnung aufgehoben wird und dass ich endlich, endlich, endlich in das Land, was mir so viel bedeutet, reisen kann und vielleicht doch wirklich dann am 20. Oktober auch dort Geburtstag feiern kann. Ich bin optimistisch, dass das klappt, weil Serbien ist aktuell auf einem guten Weg. Die haben das echt gut wieder hinbekommen, ähnlich wie wir in Deutschland. Und drückt mir mal alle Daumen, dass das klappt. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch die Premiere von Neues vom Balkon gefallen hat. Heute leider nur auf YouTube, Facebook und Instagram. Dann ab Montag hoffentlich auch unter neuesvombalkon.de. Da einfach draufklicken. Ich hoffe, dass der Provider bis dahin das soweit mit der Domain-Delegierung geschafft hat. In diesem Sinne wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Es soll nochmal sommerlich werden. Genießt es, genießt die Sonne, genießt es auf dem Balkon. Ich werde es tun. Und entspannt euch, seid lieb zueinander, passt aufeinander auf, Maske tragen, schützt andere und euch, aber im ersten Sinne andere. Und denkt einfach an die Mitmenschen. Dann klappen wir das. Gemeinsam stehen wir das alles durch. Und ich wünsche auch den Flüchtlingen in Moria, dass sie möglichst bald aus dieser Hölle rauskommen und vielleicht auch einen schönen Wochenendtag auf dem Balkon verbringen können. In diesem Sinne, bis Montag, macht es gut. Tschüss.